und willkommen zurück zum Großen Hund und ich Adventskalender 2014, heute an Tag 5. Das Kommando, was ich euch heute zeigen möchte, ist eigentlich nichts, was man im alltäglichen Leben unbedingt braucht. Es ist was für Hundesportler und es ist was für Leute, die ihren Hund einfach geistig fordern wollen. Ja, es ist einfach ein weiterer Trick in diesem Sinne, den man üben kann. Das Kommando, von dem ich spreche, ist das Kommando Steh. Also im Prinzip, ja, wenn der Hund sitzt, es ist ein bisschen schwierig, weil der Hund am Anfang überhaupt nicht begreift, was er machen soll. Ja, also wenn er sich im Sitz befindet, sitz, steh. Super. Muss man ein bisschen drauf achten. Es gibt bestimmt auch andere Methoden, das beizubringen. Wir haben es so in der Hundeschule gelernt, wenn der Hund sitzt, dass man das Leckerchen so hält, dass der Kopf in der Waagerechten ist. Ja, wenn man es zu tief hält, macht der Hund Platz. Wenn man es zu hoch hält, macht der Hund Sitz. Insofern, wir wollen genau die Mitte treffen und dann stehen. Super. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, weil der Hund denkt, er soll jetzt Sitz machen. Ja, du siehst, wir haben das noch nicht so oft geübt. Irgendwann will man natürlich dahin kommen, dass man diese Distanz erhöht, dass man den Hund absetzt, ihn bitte zu stehen und er sich dann einfach hinstellt. Ja? So lange sind wir zwar noch lange nicht, aber wir üben es einfach. Steh! Gut! Pass auch auf, dass du dich nicht zu weit über den Hund rüber beugst. Für viele Hunde ist das bedrohlich und deswegen achte darauf, dass du möglichst lieber in die Knie gehst, als dich vorne rüber zu beugen. Das gilt im Übrigen auch bei allen anderen Tricks, die wir sehen. Steh! Super! Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns morgen wieder mit einem weiteren Trick. Bis dahin!